Yo, was geht ab, meine Sergeant-Freunde? Ich befinde mich jetzt gerade hier in der Düsseldorfer P1, einer der größten Flohmärkte hier in Düsseldorf. Der findet, glaube ich, alle paar Monate statt. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll zuerst, aber es ist wirklich riesig, ne? Wird auf jeden Fall eine coole Special-Folge. Ich wünsche auf jeden Fall allen ganz viel Spaß beim Gucken. Hauen wir rein. Let's go! Was geht ab, meine Sergeant-Freunde, und herzlich willkommen zu dieser neuen Flohmarkt-Folge von mir. Wir sind in Folge 31 angelangt. Kurze Info am Rande, bevor es hier losgeht. Ich möchte mal ganz kurz was mitteilen. Also, diese Live-Aufnahmen, die ihr gerade seht, daraus werde ich dann 2 Folgen machen. Das heißt, diese Live-Aufnahmen, die wurden, glaube ich, Anfang Juli entstanden worden. Deswegen war es auch wirklich knallig sonnig da an dem Tag. Und die Live-Aufnahmen habe ich in 2 Folgen gesplittet. Und am Ende, wo ich mit dem Flohmarkt fertig war, daraus werdet ihr halt die Folge 32 zu Gesicht bekommen. Deswegen gönnt euch die ersten Live-Aufnahmen, die ersten Funde. Und dann halt nächste Woche kommt dann Folge Nummer 32 dazu. Wir müssten jetzt eigentlich Oktober haben. Gut, dann gehen wir mal ab zum ersten Stand. Euch allen ganz viel Spaß. Hallo. Hi. Morgen. Also bei mir 3 Euro pro Spiel, egal was. Egal was? Egal was. Ja, okay. Ich guck mal, was du so hast. Hier ist auch noch vorne, Toni. Was? Ja, genau, da ist auch noch eine Kiste und ja. Da liegt nur so Zubehörkram. Aber wie gesagt, ist ein bisschen gebildert worden hier. Ja, ich mehr sehe es. Ich sage, ist okay. Ja. Okay. Ja. Vielleicht das hier, Rage. Kann man mitnehmen. Tony Hawk habe ich. Ich gehe nochmal durch hier. Das hier auch für 3? Okay, ich guck mal, was haben wir denn hier? Gameboy-Spiele? Okay. Können wir beide für einen 5er vielleicht machen? Ist okay. Supi. Ich danke dir. Ja, danke schön. Ich wünsche dir was. Gleichfalls. Danke. Ciao, ciao. Gut, los geht's. Haben wir mal ganz geschmeidig an und hab halt das hier mitgenommen, und zwar Rage für die PS3. Zustandmäßig ist auf jeden Fall alles dabei, die Anleitung sowie das Spiel auch. Und das zweite Spiel im Bunde, was ich mitgenommen habe, war jetzt kein Kracherspiel, aber für ein N64 Game für den Preis nehme ich es gerne mit. Und zwar Nagano Winter Olympics 98. Auf jeden Fall auch sehr schön. Und ich habe halt für beide Games nur 5 Euro bezahlt. Fand ich okay für den ersten Stand. Gut, wir machen direkt weiter. Ab zum nächsten. Bitte? Ja, ja, aber ist trotzdem vergilbt hinten. Da muss man alles bleichen und so, ne? Danke. Okay, 6 Euro machen? 8. 7. Komm. Hast du klein? Bitte. Ich danke dir. Gute Geschäfte, ja? Danke. Ciao. Yo, zum nächsten Stand. Ich habe halt ein bisschen was später auf Aufnahme gedrückt, deswegen habt ihr den Gespräch vorher nicht mitverfolgt, aber ich habe halt so ein Super Mario Spiel mitgenommen, und zwar hier Super Mario All-Stars für die SNES. Da kann ich mal ganz kurz Gameplay zeigen. Und ja, Leute, ihr kennt auf jeden Fall die Mario Spielereihe für die SNES. Das ist halt ein Spiel, da sind halt mehrere Games in diesem Modul drin. Da ist halt, glaube ich, die ganzen bekannten Klassiker von Super Mario, Brothers 1, Brothers 2 und die ganzen Lost Games und so weiter. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Halt auch die alten Games von der NES wurden halt in der SNES übertragen und so weiter.
Auf jeden Fall ein Klassiker schlechthin. Da kann man halt die ganzen Games von früher halt anzocken. Ist auf jeden Fall ein schönes Ding für die SNES. Und das habe ich auf jeden Fall sehr gerne mitgenommen. Ihr habt es in der Aufnahme halt gehört, der Verkäufer wollte einen 10er für haben. Da das ja wirklich sehr vergilbt war hinten und die ganzen ja, Beschriftungen hier. Die muss ich erstmal entfernen, ne? Erstmal alles bleichen und so weiter. Und ich habe halt am Ende nur 7 Euro bezahlt. Ich habe das Spiel zwar in OVP und auch nochmal, aber das landet auf jeden Fall in meiner Tauschkiste rein. Wenn halt jemand das Spiel haben möchte, kann mich gerne mal anschreiben. Und ja, für 7 Euro fand ich es okay. Landet direkt in meiner Tauschkiste. Und ja, wir gehen ab zum nächsten Stand. Ja. Guten Morgen. Seid ihr neu oder könnt ihr mal nachdenken? Was soll das Kirby Land kosten? Ist aber sehr vergilbt hier, ne? Also, ja, wirklich. Ja, das sieht man ja nicht, wenn das drinsteckt. Ja, ich bin Sammler halt, ne? Aber ich guck da schon sehr danach. Ja gut, dann brauchst du mit Verpackung, oder? Als Sammler. Habt ihr? Hab ich nicht, aber die Spiele aber auch, ja. 7. Die SNES hier? Komplett 120. Mit den Spielen. Okay. Und wie der Tag los ist, halt nur hinten gebrochen. Ja, oh. Da kannst du auch keine 120 verlangen. Ja, da hast du ja irgendwo anfangen. Ja, aber nicht bei 120. Also bei aller Liebe. Ist auch noch vergilbt. Ich frage jetzt. Jeder, der die benutzt hat, die ist die vergilbt. Nein, aber hier, total am Sack hier. Also, die kannst du nicht so verkaufen. Also, aber nicht für den Preis. Du musst die ja nicht kaufen. Weiß ich. Ich will jetzt nur einen guten. Jetzt weißt du ja auch, was das ungefähr wert ist. Ne? Aber nicht. Oh, wenn ich jetzt sage. 80 zum Beispiel. Genau, Beispiel. Genau, dann sage ich 80 und dann sagen die 50. Ja, und nee, 50 ist viel zu wenig. Ja, genau, du willst auch was verdienen. Halt anfangen, ne? Nee, ich wollte es nur gut meinen. Ja, alles gut. Gut. Ja. War ja nur gut gemeint. Hallo, guten Tag. Sind das von Ihnen die Spiele hier? Nee, wir nicht. Wir sind Ach so, nee, alles gut. Achso, wollte nur mal nachschauen. Guck's ja an. Haben Sie noch andere Spiele und was da liegt? Eigentlich nur das, was da jetzt noch in der Kiste ist. Ja. Hier sind noch so. Nur das hier noch. Ah, okay. Was soll so ein Spiel kosten pro Stück? 10 Euro. 10 Euro pro Stück? Mhm. Ja. Danke. Danke. Kann man Preis ist was machen eventuell? So, ich muss meinen Mann dann anrufen eben. Das wäre nett. Weil da ist keine Ahnung. Wie heißt das? WrestleMania Steel Cage für die NES. Ja. Hier ist einer, der WrestleMania Steel Cage in der Hand hat und fragt, ob er von den 10 Euro noch was machen kann. 9? 8 würde ich es mitnehmen. 8 oder mitnehmen. Ja. Ist okay? Ja. Super. Das eventuell klein haben. Doch, hab ich. Wie viel kostet diese Schuhe? Nur 5 Euro. Bitteschön. Dankeschön. Sehr gerne. Einen schönen Tag. Danke. Tschüss. Gut, weiter geht's. In diesem Stand habe ich sehr viele Klamotten gesehen und so weiter. Einige Spiele eher recht versteckt und habe halt ja, ganz viele NES-Games gefunden und habe mir das Beste rausgepickt. Und zwar haben wir hier WrestleMania Steel Cage Challenge für die NES. Auf jeden Fall, zustandmäßig ist auf jeden Fall tippitoppi. Die junge Dame wollte für das Spiel 10 Euro eigentlich haben und konnte es am Ende für 8 Euro mitnehmen. Fand ich auf jeden Fall super in Ordnung. Vom Zustand her, wie gesagt, war es wirklich perfekt. Und für 8 Euro lässt man sowas am Ende nicht liegen. Definitiv nicht. Und da ich ja bekannt nicht so viele NES-Spiele habe, war es auf jeden Fall ein schönes Ding, sowas wieder mitgenommen zu haben. Und ja, weiter geht's zum nächsten Stand, Leute. Was soll die Spiele kosten pro Stück? Zum Beispiel jetzt das hier. Was würdest du zahlen? 2 Euro vielleicht. Oh. Ja, supi. Ja. Alle drei? Nee, nur das hier. Nur das eine? Ja, ja. Okay. Die anderen zwei habe ich sogar zu Hause. Ah, okay. Ja, perfekt. Ich danke Ihnen. Bitteschön. Einen schönen Sonntag, ja? Danke, auch so. Danke, tschüss, tschüss. So, an diesem Stand war jetzt nicht so viele berauschende Spiele da gewesen, aber ich habe halt ein Spiel gefunden, wo ich direkt auf Anhieb den guten Patrick halt gedacht hatte.
Patrick Soccerbude auf jeden Fall. Grüße gehen raus an dich. Und hab halt diese Spiele mitgenommen. Ich hoffe mal, ich spreche es richtig aus. Keine Ahnung. Sonst haben wir ja einen Sprachfehler. Deswegen, Sprachfehler ist dann auf jeden Fall da. Wie der gute alte Daniel ja sagen würde. Und zwar haben wir hier Scribble, Notes, Überlege, Schreibe, Löse. Für Nintendo DS ist auf jeden Fall komplett alles mit dabei. Anleitung, Game auch. Und ich habe halt am Ende 2 Euro bezahlt. Fand ich auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Ich habe es eigentlich nur mitgenommen wegen Patrick, weil er das Spiel auch mitgenommen hatte mal vor einigen Folgen zuvor. Ist schon was länger her. Und für 2 Euro sehr gerne mitgenommen für meine Nintendo DS-Sammlung. Gut, machen wir weiter. Hauen wir rein. Guten Morgen. Was sollen denn die Tiere? Die 7 und der, weil der hat den Lack ein bisschen kaputt. Okay. Kann ich mal die Figur mal sehen? Danke. Frotzler, wer war's für dich? Ist doch kein Chucky, aber sowas in der Art. Ja. Was soll das kosten auf Spaß? 40. 40? Ja, ist doch zu, sieht man auch. Ach schön, danke. Gute Geschäfte, ja? Danke. Jo, ciao. Hallo. Hi, grüß dich, alles gut? Bei dir? Auch, danke. Heute wieder mit einem GoPro. Ja, mein anderer Kollege war heute am Start. Ja, genau. Den ich aus den YouTube-Videos kenne, ja? Ja. Und gewechselt habe, ja? Ja. Jetzt war ich für dich, jetzt, ich weiß schon, ob du sowas suchst, so gegradete Karten, ne? So 10er. Ich sag. Hallo. Aber der bezahlt die Preise nicht. Aspartido, okay. Aber da hat sie wahrscheinlich schon gekannt. Das war das letzte, was wir da hatten, ne? Das Mikro. Welche Größe war das? Wolltest du verhaben oder spendig? Oh, ist da Platinum, ja. Also Zustand ist gut, nochmal ja, ja. Ja, 20 oder kannst du für 20 schaden. Ja. Okay. Das iPod? 20 schaden. Ja, der Zustand ist gut. Ja. Ich guck mal hier vorne. Und wie viel nur fürs Ladekabel? Das hab ich. Oh, Battery, toll. L gibt es ja. Ich guck jetzt schaden. Schade, das war nicht schlecht. Und das Spiel? 5er? Okay. Dann nehme ich für 5er mit. Genau. Ich danke dir, Abi. Ich danke euch, ja. Gute Geschäfte. Bis nächstes Mal. Yo, diesen Stand sehe ich des Öfteren auf der P1 in Düsseldorf, diesen Stand da. Und diese Verkäufer haben echt relativ gute Preise, muss ich sagen. Und eher günstigere Preise. Da habe ich ein bisschen geguckt, was ich zu meiner Sammlung hinzufügen kann. Und da habe ich halt das Spiel mitgenommen. Fand ich auf jeden Fall richtig nice. Und zwar Resident Evil The Dark Side Chronicles für die Nintendo Wii. Es ist auf jeden Fall tutti frutti komplett. Anleitung ist mit dabei, so wie das Spiel auch. Und ich hatte das Spiel für nur 5 Euro mitgenommen. Fand ich wirklich fresh vom Preis her. Ich glaube, ich könnte meinen, das Spiel kostet ein paar Euros was mehr. Ich glaube ja, bin mir jetzt nicht sicher, aber Resident Evil Teile kann man immer wieder mitnehmen. Diese Games sind wirklich sehr begehrenswert. Und ja, für einen 5er mitgenommen. Absolut in Ordnung. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt ab zum Highlight dieser heutigen Flohmarkt-Folge. Es ist wie gesagt ein richtig guter Stand gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was ich da für ein seltenes Spiel mitgenommen habe, was ich sonst so im Flohmärkten noch nie zuvor gesehen habe, werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß und wir teleportieren uns mal direkt dorthin. Let's go. Morgen. Morgen, hallo. 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 Okay. Du kannst nur mal kurz drüber schauen. Oder das? Ja. Ich hab's.
Das kostet mich schon stylisch, ne? YouTubers live, oh mein Gott. Was kostet die Fortnite hier? 100. 100? Hast du recht. Sehr teuer. Aber auch schwer zu finden, als zu sehen. Ja, die ist selten. Hat mein Sohn was gesagt. Weil vorher kam die als Code und dann später haben die die auch zu mir aufgelegt, aber war auch direkt. Junge Menschen, die da hingehen, was soll das Spiele kosten? 15. 15? Nein, natürlich. Aber wie gesagt, wenn ich dann übersehe, in der Wölfahrt war ich gestern. Kann man Preis noch was machen vielleicht? Soll man 13 machen wenigstens? Nee, 15 ist wirklich? Preis, ein bisschen kann man handeln. 14. Ein bisschen kann man handeln, also ja. 14. Das war ein Top-Spiel. Ich bin, ja. Ich bin Sammler, ja. Siehst du doch an der Kamera? Ich mache YouTube-Videos. Auf, ja, deswegen. Ich möchte halt ein bisschen. Ja, das ist ein Handel. Die Leute möchten halt auch ein bisschen gucken. 13 Euro. Okay, das ist nett. Oh, Ehrenmann. ich hab 10. Ja. 5. Guck mal, da ist Betty Draper. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, meine Sergeant-Freunde, kommen wir jetzt ab zum Highlight dieser heutigen Flohmarkt-Folge. Und ich habe halt ein Game mitgenommen und deswegen wollte ich es in dieser Folge mit einbauen, da ja Folge 32 schon auf euch zukommt. Ich habe, wie gesagt, die Live-Aufnahmen in zwei Teile geteilt, damit ihr halt seht, aha, da kommt noch was auf euch zu. Deswegen halte ich das Spannende für euch noch zurück. Das werdet ihr dann in Folge 32 sehen. Gut, zeige ich euch mal das Spiel. Und zwar habe ich das hier mitgenommen. Ein richtig cooles Spiel und sehr selten, finde ich, durch die Flohmärkte. Und zwar Astro Boy für die PS2. Da kann ich mal ganz kurz Gameplay zeigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich kenne das Spiel absolut nicht. Dafür kenne ich aber die Anime-Serie von damals. Ist auf jeden Fall von dem Macher von Akira Toriyama, glaube ich. Von dem Macher von Dragon Ball und so weiter. Und ich kann es mal ein bisschen vorlesen von hinten, was da so steht. Düse durch den Himmel riesiger 3D-Welten und erforsche die Stadt zu Fuß. Meistere Astro Boys 7 einzigartige Fähigkeiten, darunter Raketenfüße, Röntgenblick, Kraft von 1.000.000 PS und Fingerstrahl und mehr. Düse durch den Himmel riesiger 3D-Welten und erforsche die Stadt zu Fuß. Nimm es mit deinen Lieblingsfeinden aus der Astro Boy Zeichentrickserie auf. Ich zeige euch mal nochmal das Inhalt des Spiels. Auf jeden Fall, die Anleitung ist komplett, wie ihr seht, an einem super Zustand. So wie das Spiel auch. Ich kann es halt trotzdem nochmal zeigen und es ist, wie gesagt, wie neu. Wie geleckt, ist das nichts dran. Und ja, ihr seht auch hinten und vorne ist es auf jeden Fall tippitoppi. Dieses Game landet auf jeden Fall ab in meinen Regalen. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Highlight dieser heutigen Flohmarkt-Folge. Wir gehen ab zum Ende über. Let's go! So, meine Sergeant-Freunde, das war's mit der Flohmarkt-Folge Nummer 31. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Kommentiert in den Kommentaren, wie bekannt ich auch, wie es euch gefallen hat. Lasst Feedback raus. Schreibt in den Kommentaren gerne rein, was für euch der Beste von dieser Folge war. Würde mich echt interessieren. Und wenn euch mein Flohmarkt- und Retro-Content gefällt, dann lasst definitiv ein kostenloses Abo da. Das würde mich echt motivieren und unterstützen. Mit Sicherheit. Ich bin immer sehr dankbar über jeden neuen Abonnenten in meinem Kanal, der bei mir reinkommt. Und checkt unten die Videobeschreibung mal ab. Da habe ich meine ganzen Social-Media-Kanäle verlinkt, sowie Instagram, sowie Discord, mein Discord-Server. Könnt ihr alle sehr gerne reinjoinen. Und die Streamer meistens sonntags und montags, zweimal die Woche täglich. Könnt ihr gerne mal abchecken. Hier habt ihr mal den Streamplan. Und dann würde ich mal sagen, ich bin auf jeden Fall definitiv jetzt erstmal hier raus. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder wann ihr auch immer das Video anguckt. Bis zum nächsten Video, meine Freunde. Passt auf euch auf. Haut rein. Euer Tony Goku. Ciao, ciao.